So, Hallihallöchen, Hänzen Peter hier mit allen Items im Gepäck. Nur den, ja, fehlenden Fotos, die haben wir nicht. Machen wir uns auf zum letzten Kampf, zum Ei. Aufgewacht, Mann. Gut, wir müssen die Ballade des Windfisches wahrscheinlich spielen. Und neben der Ocarina haben wir noch 8 weitere Instrumente, also One Man Big Band. Das klang sehr, sehr mechanisch, elektronisch, aber was soll man erwarten, wenn man alle Musikinstrumente gleichzeitig spielen muss? Der Moment ist gekommen, der Windfisch wartet auf dich, geh in das Ei. Sollte der nicht rauskommen? Windfischei. Ah, super, mit Dunkelheit. Und nochmal Dunkelheit. Aber wir haben ja unseren Feuerstab. Ach, warte mal. So. Oh. Ah ja, okay. Boah, wie käme man hier raus? Wahrscheinlich, wenn man einfach den falschen Weg geht. Links, links, hoch. Ah, oder wenn man nach unten geht. So, wenn wir jetzt hier nach oben gehen. Passt. Ich setze mal ein Safe Game. Nicht, weil ich Angst habe, dass ich den Boss nicht packe, aber weil ich einmal das schauen möchte, wie das mit dem Bumerang ist. Wir sind das Produkt der Albträume. Wir haben den Windfisch in Tiefschlaf versetzt, um die Herrscher dieser Traumwelt zu werden. Und solange der alte Windfisch schläft, wird diese Insel nie verschwinden. Wenn du nicht gekommen wärst, wir hätten hier für immer die Macht gehabt. Har har. Aber wer weiß, noch hast du uns ja nicht besiegt. Bist du bereit? Okay, Moment, dann speichere ich einmal ab hier. Das ist besser dann. Okay, wo ist jetzt die One-Shotterei? Oder muss man ihn erstmal irgendwie sichtbar machen? Durch Zauberpulver oder so. Ja, okay, irgendwas ist passiert. Oder auch vielleicht nur, weil er uns erwischt. Aua. Erwischt hat. Ah, tatsächlich Zauberpulver dann. Okay. Oh, wahrscheinlich. Na gut, dann machen wir Schwert. Klassische Zelda-Manier. Nur her damit. Phew. Und jetzt dreht sich das Ding im Kreis, okay? Aber er hat auch im Plural gesprochen, also. Ach, er wird jetzt zu jedem Boss. Oder so. Aber wir haben ja auch noch das verstärkte Schwert. Ach, das sieht mir doch jetzt. Feuerfledermäuse? Ah, okay, Feuerfledermäuse. Oh. Gut, Schild bringt nichts, dann hätte man da wahrscheinlich ausweichen müssen. Wir haben 60 Bomben. Also, solange das Vieh im Schatten ist, können wir dem wahrscheinlich nichts aus. Antun. Hm.
Verbrennen? Das ist jetzt eher so ein Geratewohl beim Boss, was man machen muss. Nee, kann auch nicht sein. So, der Mauszeiger ist auf dem Weg. Anziehen? Nee. Aber die kann man auch nicht besiegen. Achso, ist einfach... Ja, Moment, dann... Also er gibt jetzt hier seine Verteidigung quasi auf, kurz. Und manchmal kann man ihn verletzen, manchmal nicht. Na gut. Ach, vorhin haben wir, oder müssen wir? Ach so, wir müssen eine aufgeladene Attacke machen. Na gut. Nächste Phase. Da ist ein Ball. Keine Ahnung. Irgendein Guide? Ach, mit einem Pfeil. Okay. Besiegt? Nee. Alles klar, ab jetzt geht's ab oder so. Oh Gott. Und dann? Nee, ist auch nicht das. Na gut, Pfeil und Bogen vielleicht. Ich mach nochmal so ein Safe-Ding auf, was weiß ich, 3. Ah, das hat ein Auge. Okay, pass auf. Ja, tatsächlich. Okay, also man würde es instant dann kaputt machen, wenn man aufs Auge zielt. Ich will das ohne das Auge-Ding machen. Wie viele Hits wird es dann brauchen? Kann man... Okay, draufschlagen geht nicht, aber wahrscheinlich dann... Oh, Pfeil und Bogen. Braucht schon mal mehr. Sterben einmal, ist mir egal. Wie viele Hits? Einfach durchballern. Aber was ist, wenn man keine Pfeile mehr hat? Komm mal, mach mal auf. Das wäre schon ein ekliger Boss ohne Bumerang. Aber auch machbar. Die Insel löst sich auf. Unsere Welt verschwindet. Unsere Welt. Unsere Welt. Link, du hast alle Albträume besiegt. Steig die Leiter nach oben. Komm. Also einmal auf regulären Weg sogar besiegt und einmal auf einfachen Weg. Ui, das ist eine schöne Leiter. Uhu, die Schriftart ist anders. Herzlichen Glückwunsch, ich wusste, wenn es jemand schaffen kann, dann nur du, Link. Alle Albträume sind besiegt. Tja, nur du bist übrig. Als Teil der Seele des Windfisches war es mein Auftrag, diese Welt zu bewachen. Er ist Teil der Seele, okay, aber eines Tages drangen die Albträume in die Welt ein und terrorisierten die Bewohner. Dann kamst du, Link, um die Insel zu retten. Ich hatte stets Vertrauen in deine Kraft, deinen Mut und deine Weisheit, Link. Nun ist das Werk vollbracht. Gleich wird der Windfisch aufwachen. Auf Wiedersehen, uhu. Oh ja, so ein richtig bekiffter Hippie-Windfisch. Nice. Ich bin der Windfisch, Mann. Lange war mein Schlaf. Im Traum ein Ei erschien. Mit einer Insel drumherum. Da waren Tiere und Menschen. Aber jeder Tag ist einmal zu Ende. Wenn ich ganz wach bin, wird die Insel Kokolint verschwunden sein. In deinem Gedächtnis aber wird sie immer weiterleben. Eines Tages erinnerst du dich an Kokolint und denkst, es war gar kein Traum. Komm, Link, lass uns gemeinsam aufwachen. Spiele die 8 Instrumente, spiele das Lied des Erwachens. Hoffentlich klingt es schöner als die Ballade.
Oh nein, nicht die Kettenhunde. Nicht Kiffer Mario. Nein. Und da hat es auch schon wieder diese elektrische Note da, dieses Dim, Dim. I don't like this. Hey, so ein Vulkanausbruch wäre richtig witzig, dass das Ei dann schlüpft oder so nach oben rausgeschleudert wird. Und puff, die Insel ist weg. Und wir wahrscheinlich auch gleich. Okay, es ist ein Wasservulkan. Oder so. Ah, da klammern wir uns an ein Stück Treibholz. Und schlafen im Wasser. Extrem ungefährlich. Okay. Die Insel war ein Traum, aber der Windfisch, der ist real. Oh Gott. Blendende Sonne. Und Link ist happy. Auch wenn er hier mitten auf dem Meer ist und, ja. Droht dort zu sterben. Aber er ist happy, weil er hatte noch einen schönen Traum. 1998er Team. Mensch, ist ja dann recht kurz vor Ocarina of Time gewesen. Ach so, nee, Quatsch, Moment. Die Originalversion, die war vor Ocarina of Time. Auf dem Game Boy, aber auf Game Boy Color dann nochmal aufgelegt. Ja, 1998. Ocarina of Time kam. Kam 1997 raus? Oder 1998? Ja, auch so in dem Dreh. Was dann auch das vielleicht nächste Projekt wird. Mal gucken. Also, auch sehr tolles Spiel. Schade an ein paar Stellen, dass man einfach manchmal nicht weiß, was man tun muss. Vielleicht hilft so der Videogame-Guide, den man in der Spielverpackung mitgeliefert bekommt, was aber natürlich per Emulator sehr schwer ist, den zu besorgen. Und ich weiß nicht, ob das so sein soll, dass der Text so flackert, aber scheinbar schon. Alles andere im Spiel lief ja auch. Ja, was ich sehr süß an der Emulator-Datei fand, war dieses tolle Hintergrundbild. Gefällt mir. Und generell, das Spiel macht auch sehr viel Spaß. Also ein bisschen mit overpowerten Zusätzen, wie dieses Ahorn, das Triforce, was man aufheben kann, also diese Macht. Den beiden Rüstungen, die Effekte dann noch permanent machen und dass du da auch recht schnell rankommst und vor allem, dass der Dungeon auch so einfach war im Vergleich. Generell, also die letzten Endbosse waren im Prinzip ja auch recht einfach. Also auch dieser Adler war einfach, wenn man permanent auf Schild ausgerüstet ist, dann kannst du den Bossfight so easy machen, ohne dass du Schaden nimmst. Ja, du musst da erstmal ein bisschen. Oh, Koji Kondo, der hat die Musik gestaltet. Du musst da ein bisschen. Ja, erstmal drauf kommen, ein bisschen rumprobieren. Aber im Prinzip war der Boss so einfach. Und der allerletzte, also der achte Boss, der war ja. Also einfach durchböllern und ein paar Hits, dann war der schon weg. Ja, trotzdem sehr schönes Spielende. Und um einen Kreislauf zum Anfang zu schließen. War ja, glaube ich, am Anfang so, dass wirklich da so eine stürmische See ist. Können wir was machen? Nee. Nee, okay. Auch hier kann man nicht weiterspielen. Dann lade ich nochmal schnell. Einfach. Mal das Spiel neu. Und da sieht man auch am Anfang, wenn das Spiel lädt. Ja, wir sind hier in einem Sturm. Und Link erlitt quasi Schiffbruch. Und er hat sich dann Kokolint erträumt. Und deswegen war da am Ende nur noch dieses Stück Treibholz, an das er sich geklammert hat.
Ja, also mit dem Blitz, der da reinschlug. Zack, hat er sich diese Rettung erträumt. Und Marin war auch nur ein Traum. Und das war's damit für dieses Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Projekt. Euer Hänsel Peter. Ciao.